welches kreative Potenzial im Modding liegt, ja ein ganz, ganz großes, glaube ich, weil das natürlich eine Herangehensweise ist an Spiele, wo man Spiele nicht einfach nur rezipiert, sozusagen das nimmt, was man angeboten bekommt, sondern sich selber in die Spiele ja, hineinbegibt, überlegt, wie kann man sie verändern, Ideen entwickelt und dann diesen Konzepten entsprechend versucht, Spiele umzugestalten. Teilweise entstehen dann vielleicht auch ganz neue Spielkonzepte oder sogar ganz neue Spiele. Und das erfordert eine Arbeit auf sehr vielen Ebenen, also von der visuellen Gestaltung bis hin dann eben zum Programmiercode, der dann auch verändert wird. Und deswegen ist es eine Tätigkeit, die man auch, also es gibt auch Modder, die alleine größere Mods machen, aber das oft in Teams umgesetzt wird. Und gerade dieses kooperative Arbeiten ist etwas, was uns auch fasziniert am ganzen Web 2.0, wenn man den Begriff nochmal nennen darf. Und ich denke, Modding war dann Vorreiter und ist immer noch ein tolles Beispiel dafür auch. Ich habe es halt damals untersucht, weil ich es halt sehr relevant fand für Persönlichkeitsbildungsprozesse, Bewusstseinsbildung, also dass man eher in einem Bereich von Bildungsprozessen dann. Aber natürlich haben wir auch ganz konkrete Lernprozesse und es ist ja immer wieder faszinierend, wenn junge Menschen, denen man nachsagt, dass sie in ihrer Freizeit nur ihre Zeit verschwenden, auf einmal sich mit so einem Aufwand und Engagement Projekten widmen und teilweise über Jahre zusammen in solchen Communities dann arbeiten und gemeinsam was produzieren. Das finde ich extrem faszinierend, weil es eine extrem hohe Ausdauer braucht und an einem gewissen Punkt kippt es natürlich so ein bisschen. Wir reden ja auch immer über Entgrenzung, also Entgrenzung auch hier von Freizeit und Arbeit. Und da kann man auch so ein bisschen kritischen Blick dann vielleicht drauf werfen, weil letztlich das, was man in diesen Modding-Teams passiert, doch schon sehr dem entspricht, was auch in der Arbeitswelt passiert. Aber es ist anders gerahmt, weil die Leute machen das freiwillig, nicht um Geld zu verdienen. Und ich glaube, man könnte das jetzt auch gar nicht in normale Jobs so einfach überführen, weil da geht dann doch viel von diesem Spirit einfach verloren, der Modding drinsteckt.